Häschen kommt zu Jesus und fragt ihn, Hat du Möhren? Und Jesus antwortet, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer da ist, zu dem du sagst, hat du Möhren, dann würdest du ihn nach lebendigem Wasser bitten und er würde es dir geben. Am nächsten Tag kam Häschen wieder und fragte Jesus, hat du Möhren? Jesus erwidert, seh dir die Vögel an, sie sehen nicht. Sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte. Doch dein Vater im Himmel sorgt für sie. Glaubst du nicht auch, dass du ihnen viel wichtiger bist als diese Vögel? Am folgenden Tag steht wieder Häschen vor Jesus und fragt ihn, hat du Möhren? Diese Frage machte Jesus sehr traurig, weil Häschen noch immer nicht verstanden hatte. Aber er nahm einen Sack voller Möhren, gab ihnen Häschen und sagte, hier hast du einen Sack voller Möhren. Dieser Sack wird niemals leer werden. Daraufhin fragte das Häschen, wer soll die alle denn essen? Hallo, ich bin Jens der Christ. Und vielleicht verhältst du dich genauso wie das Häschen in diesem Witz. Du möchtest etwas haben, einen Sinn für dein Leben. Und vielleicht hast du eine konkrete Vorstellung, wie dieser Sinn aussieht. Jesus macht dir ein Angebot. Aber du verstehst dieses Angebot nicht. Und am Ende deines Lebens bemerkst du, das, was du als Sinn des Lebens gesehen hast, ist nichts wert. Und du fragst dich, warum habe ich das Angebot von Gott nicht angenommen?